war an einem regnerischen Tag, in einem Schweinestall. Der Rucksack Heiko ging in das Schweinestall hinein und dort traf er auf Schweine. Der Rucksack Heiko, der liebt Schweine. Schweine sind schöne Tiere, Schweine, die sind gut. Schweine sind schöne Tiere, ja. Schweine sind nicht bloß schöne Tiere, sondern die schmecken auch gut, ja. Der Rucksack Heiko, der ist im Schweinestall. Der Rucksack Heiko ist in den Schweinestall Jägerschnitzel. Und der trinkt in den Schweinestall Cola, Cola. Und der ist Jägerschnitzel, ja. Und er küsst die Schweine. Das Wetter ist echt beschissen, yo. Das ist so regnerisch. Und der Rucksack Heiko, der blieb in den Schweinestall. Der Rucksack Heiko, der kuschelt mit die Schweine. Und der Rucksack Heiko, der isst Jägerschnitzel in dem Schweinestall. Und der frisst auch Kohlblö und Gewürzgurken und Linseneintopf. Und der trinkt Cola und Schmorkohl gehört in die Mülltonne, ja. Schweine, das sind gute Tiere. Schweine, die sind schön, die schmecken auch gut, ja. Der Rucksack Heiko, der liebt Schweine, der liebt Schweine, weil die so süß sind. Ja, in den Schweinestall, da geht es ab, Junge. Alle Schweine, die sind am Tanzen. Und der Rucksack Heiko, der ist auch am Tanzen, ja. Der Rucksack Heiko, der frisst Gewürzgurken und trinkt Cola. Und die Schweine, die fressen auch Gewürzgurken, ja. Alle in den Schweinestall sind am Gewürzgurken essen. Doch, da kam der Bauer, der Schweinestallbauer. Der ging in das Schweinestall rein und dort sah er den Rucksack Heiko. Der Rucksack Heiko ist zu dem Bauer hingegangen und hat dem Bauer einen durchs Maul gehauen. Und der Schweinestallbauer, der lag bewusstlos auf dem Boden. Und der Rucksack Heiko, der lief weg. Ja, der lief zu den nächsten Schweinestall hin. An den nächsten Schweinestall angekommen, der versucht, die Schweinestalltür aufzumachen. Aber die Schweinestalltür, die war zu. Scheiße, was macht der Rucksack Heiko jetzt? Der ging zu der Tür hin, hat einmal gegen der Tür getreten und schon war die auf. Die Tür war einfach auf und er ging in das Schweinestall rein und hat mit die Schweine gekuschelt und hat da wieder Gewürzgurken gegessen und Cola getrunken. Ja. Und in den Schweinestall, da sind auch Kühe drin. Kühe. Aber der mag lieber Schweine, der Rucksack, und der bleibt bei die Schweine und der küsst ein Schwein auf den Mund. Ja. Schweine, die sind gut, Schweine, ja. Plötzlich kam der Schweinebauer, ja, der Schweinebauer. Der ging in den Schweinestall rein und der sah den Rucksack Heiko. Und der Rucksack Heiko, der sah auch den Schweinebauer. Die beiden guckten sich an. Ja, der Rucksack Heiko ging zu dem Schweinebauer hin und hat den Schweinebauer ein aufs Maul gehauen. Und der Rucksack Heiko lief wieder weg, ja. Bevor der Rucksack Heiko weglief, nahm er ein Schwein und lief mit dem Schwein nach Hause. Einfach mit dem Schwein nach Hause. Der Rucksack Heiko hat einfach ein Schwein geklaut. Und zu Hause angekommen, hat er die Wohnungstür aufgemacht, ist in der Wohnung reingegangen und hat das Schwein im Bett gelegt. Und ja, der Rucksack Heiko hat in zu Hause da Jägerschnitzel für das Schwein gemacht, hat das Schwein das Jägerschnitzel gebracht und das Schwein hat das Jägerschnitzel gegessen. Plötzlich musste das Schwein kacken. Der Rucksack Heiko holte das Schwein aus dem Bett und saß das Schwein da auf die Toilette. Und das Schwein hat in der Toilette reingekackt. Und das Schwein war fertig mit Kacken. Der Rucksack Heiko nahm das Schwein, lag dann wieder im Bett rein und hat die Kacke von dem Schwein runtergespült. Ja.
einfach runtergespült. Der Rucksack Heiko, der findet Schweine süß. Der Rucksack Heiko, der mag Schweine. Der Rucksack Heiko isst mit das Schwein Gewürzgurken. Der Rucksack Heiko trinkt mit das Schwein Cola. Ja. Der Rucksack Heiko ging zu das Schwein im Bett rein. Ja. Und die schließen. Schlafen einfach. Der Rucksacko hat mit dem Schwein im Bett geschlafen. Ja. Und plötzlich kracht das Bett ein. Das Schwein war so schwer für das Bett. Der Rucksacko nahm das Schwein, ging zum Schweinestall hin, hat ein anderes Schwein geholt. Und ja, ging wieder nach Hause. Ja. Und ach, der Rucksacko hat sich noch ein neues Bett geholt. Ja.